Ach, guck mal, das ist Frau Schäfer. Ach, Frau Schäfer. Bitte, sprechen Sie kurz mit uns. Nein, mit Ihnen rede ich nicht mehr, nein. Aber wieso? Ich verstehe das nicht. Seit Wochen wechseln Sie die Straßenseite, wenn Sie mich sehen. Sie ignorieren meine Anrufe. Na, wundert Sie das? Frau Schäfer, es tut mir wirklich sehr leid. Das können Sie mir glauben. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, aber... Jetzt ist zu spät. Wie oft habe ich versucht, mit Ihnen zu sprechen? Wie oft, Frau Nachreiner, ja? Sie wollten mir gar nicht zuhören. Sie waren sich zu fein dafür. Und jetzt gucken Sie... Ich hätte tot sein können. Gucken Sie sich meine Schulter an. Tot sein können. Natürlich. Lassen Sie mal die Kirche im Dorf. Unser Sohn hat mit dem Überfall auf Sie nichts zu tun. Er hat Sie nicht angeschossen. Wessen Waffe war es denn, mit der ich angeschossen worden bin? Ja, sicher, das war meine. War doch wohl Ihre, oder? Aber es war nicht unser Sohn. Hören Sie auf. Jetzt guck. Also, in einem Punkt muss ich Ihnen recht geben. Waffen haben in unserem Haus einfach nichts zu suchen. Das habe ich immer gesagt. Ach, jetzt fang du mich auch wieder an. Waffen in einem Haushalt mit Kindern haben da nichts verloren. Da gibst du mir jetzt die Schuld etwa, oder was? Timo, Sie sind 16 Jahre alt und deshalb verhandeln wir heute Ihre Strafsache wegen schwerer räuberischer Erpressung und fahrlässiger Körperverletzung an der Tankstelleninhaberin Marion Schäfer vor der Jugendkammer. Die Öffentlichkeit habe ich entgegen dem Üblichen zugelassen und Ihre Eltern Gudrun und Erich Nachreiner nehmen als Erziehungsberechtigte an der Verhandlung teil. Für die Jugendgerichtshilfe ist Herr Ritter anwesend. So, jetzt haben wir alle vorgestellt und Timo, Ihr Nachname ist Nachreiner. Sie sind am 7. März 1995 in Dortmund geboren, wohnen in Teupitz, sind ledig, Kinder keine, gehen noch zur Schule. In welche Klasse gehen Sie? Aufs Gymnasium in die 10. Klasse. Die Anklage, Herr Staatsanwalt Rümer. Die Staatsanwaltschaft geht von folgender Tat aus. Am 5. März 2011 entwendete der Angeklagte aus dem Waffenschrank seines Vaters eine Pistole Sig Sauer 225 und aus einem anderen Schrank 500 Schuss Munition. In den folgenden Wochen prahlte er mit der Waffe vor seinen neuen Freunden und veranstaltete mindestens dreimal mit ihnen Schießübungen im Wald. Um diesen Freunden noch mehr zu imponieren, stürmte der Angeklagte am 2. April 2011 abends in eine Tankstelle, hielt der Inhaberin Marion Schäfer die Waffe vor und erbeutete Geld und Waren in einem Gesamtwert von 1.200 Euro. Als er mit der Pistole herumfuchtelte, löste sich aus Versehen ein Schuss und traf Marion Schäfer in die Schulter. Timo Nachreiner wird daher wegen schwerer räuberischer Erpressung in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung und einem Verstoß gegen das Waffengesetz angeklagt. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Römer. Timo, werden Sie von Ihrem Recht zu schweigen Gebrauch machen oder Angaben machen zur Sache? Ja, ich weiß nicht. Es ist irgendwie alles nicht so geil. Timo, jetzt sag, dass du es nicht gewesen bist. Mama, jetzt lass mich endlich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Frau Vorsitzende, das ist ein großes Missverständnis. Timo hat ja bei der Polizei schon ausgesagt, dass er einen großen Fehler gemacht hat. Dass er die Waffe und die Munition meines Mannes entwendet hat. Aber es tut uns auch wirklich leid, was mit Frau Schäfer passiert ist. Nur, wir haben mit der Sache nichts zu tun. Timo schon gar nicht. Frau Nachreiner, natürlich belastet sowas die Eltern, eine Mutter ganz besonders. Aber ich möchte so gerne, ungestört, wenn wir es recht verstehen, mich mit Ihrem Sohn hier unterhalten. Timo, was sagen Sie jetzt persönlich zu den Vorwürfen? Ja gut, ich gebe ja zu, ich habe die Waffe von meinem Vater gestohlen. Aber mit dem Überfall auf die Tankstelle habe ich überhaupt nichts mit zu tun. Die Waffe ist übrigens bis heute nicht wieder aufgetaucht. Wo ist die? Ja, die haben wir im Wald in Baumstumpf versteckt. Und ja, da hätte jeder angekonnt. Also was jedenfalls feststeht, ist, dass die Pistole, die bei dieser räuberischen Erpressung zum Einsatz gekommen ist, zweifelsfrei die Pistole Ihres Vaters gewesen ist, die Sie entwendet haben. Woher wissen wir das, Frau Vorsitzende? Wir konnten einen Vergleich machen. Sie sind ja ein engagierter und an und für sich auch sehr verantwortungsvoller Sportschütze. Sie haben mehrere Waffen und er hat von jedem seiner Waffen einen Schuss, ein abgeschossenes Projektil aufbewahrt, gesichert, so nennt man das. Und man kann anhand dieser abgeschossenen Projektile, und ein zweites steckte ja im Schulterblatt dieser armen Frau, bei einem Vergleich kann man feststellen, dass es tatsächlich eine und dieselbe Waffe ist, weil das Ganze wie ein Fingerabdruck ist. Das ist richtig. War es so leicht, an die Pistole Ihres Vaters zu kommen? Dazu kann ich, glaube ich, was sagen. Ja, ich bin Sportschütze und ich bewahre meine Waffen zu Hause auf. Aber alle verschlossen in einem Schrank. Die Munition dazu natürlich extra in einem zweiten. Und Timo muss ich wollte deinen Kram nie zu Hause haben. Das habe ich immer gesagt. Irgendwann musste ja mal was passieren. Ja, aber Timo hat sich die Schlüssel genommen. Ich habe das nicht mitbekommen. Ja, und Timo hat. Timo, ja, aber hör bitte damit auf, mir immer die Schuld in die Schuhe zu schieben. Aber, der hat sich doch nie für meine Waffen interessiert. Kann ich ahnen, dass er plötzlich auf die Idee kommt und sich gesagt, deine klaut? Ich habe nicht zu Hause zu suchen. Ja, Familie Nachreiner. Habe ich mich eben so undeutlich ausgedrückt? Ich weiß es nicht. Ja, ich möchte einfach nicht unterbrochen werden, wenn ich hier Ihren Sohn vernehme, der da auf der Anklagebank sitzt. Sie sitzen nur in Ihrer Position als Eltern da, aber nicht als hier Verfahrensteilnehmer, die Frau
Fortlaufend dazwischen quatschen. Ja? Timo, hatten Sie eigentlich gar keine Sorge, dass Ihr Vater ziemlich schnell merkt, dass die Pistole weg ist und 500 Schuss Munition waren ja auch gleich weg? Naja, die Waffe wusste ich schon lange, dass er die ausrangiert hat. Und ja, das war eine Sig Sauer 225. Ah. Und die benutzt mein Vater nicht mehr. Und die lag in so einem Extrakasten daneben. Und ja, dann habe ich mir die halt genommen und wenn es gepasst hätte, hätte ich die auch vielleicht wieder zurückgelegt. Ja, wenn es gepasst hätte und vielleicht hat es aber alles nicht. Und die 500 Schuss Munition waren ja eh zum großen Teil verballert, nicht? Warum haben Sie eigentlich die Pistole genommen? Prahlerei oder was sonst? Ja, wissen Sie, wo ich aus Dortmund hier nach Teupitz gezogen bin, hatte ich es echt nicht leicht. Also ich habe echt mich schwer gemacht, um hier Freunde zu finden. Und ja, dann habe ich halt so eine Clique kennengelernt und mich da ein bisschen genähert. Und als die erfahren haben, dass mein Vater Schützenkönig geworden ist, haben die mich halt immer ein bisschen gedrängt, dass ich meine Waffe von meinem Vater mitbringe. Und ja. Und wenn sie sagen, spring von der Brücke, dann springst du, oder wie? Herr Nachreiner, wenn ich sage, können Sie sich mal zurückhalten, dann halten Sie sich mal gefälligst zurück. Ja, entschuldigen. Kommt doch mal, bitte. Sie haben ja diese Waffe am 5. März 2011 gestohlen von Ihrem Vater, sie hat Munition. Dieser Überfall auf die Tankstelle mit der Frau Schäfer war aber erst am 2. April 2011, also gut 4 Wochen später. Haben Sie jetzt diese Pistole die ganze Zeit irgendwo mit in der Hosentasche auch dabei gehabt, oder? Nein, Quatsch. Wenn das mein Vater gemerkt hätte, dann wäre er total ausgerastet. Ja. Und ja, wir haben die halt im Wald in so einem Baumstumpf versteckt und da hätte jeder rangekonnt, also jeder der Jungs, die hätten die ohne Probleme nehmen können. Was sind das für Jungs? Ja, in erster Linie eigentlich Malte. Das ist aus der Clique der Chef und ja, und dann... Also Timo ist einfach in schlechte Gesellschaft geraten. Der Malte, das ist der Kriminelle, der war doch schon mal verurteilt. Ach, Anna, bei allem Respekt, ich glaube, Sie wissen nicht wirklich, was in Ihrem Sohn vorgegangen ist und was in dieser Gruppe los war. Nach dem, was wir wissen, war es so, dass Ihr Sohn versucht hat, Anschluss zu finden und er wollte sich einfach groß tun vor der Gruppe, oder nicht? Ist es nicht so gewesen? Sie wollten sei irgendwie als großer Zampano auftreten, wollten sich Respekt erwirken und deswegen haben sie am Ende die Tankstelle überfallen. Also Malte hat uns immer dazu gedrängt, irgendwelche kleinen Mutproben zu machen und irgendwann hat er dann zu mir gesagt, ich soll die Tanke klar machen, aber ich habe mich halt geweigert und dann bin ich mir sicher, dass er das Ding durchgezogen hat. Ach so, das ist Ihre Theorie. Wissen Sie, was komisch ist? Und deshalb ist es auch eine Schutzbehauptung, dass kein anderer der Mitglieder der Gruppe, die wir alle befragt haben, irgendwas davon wusste, dass es da Mutproben gegeben haben soll oder dass da eine versuchte Anstiftung zu dem Tankstellenüberfall gegeben haben soll. Ist ein bisschen dumm, ne? Jeder wusste davon. Die machen einfach alle nicht ihr Maul auf, weil sie Schiss vor Malte haben. So ist es. Und mein Mandant hat zugegeben, dass er die Waffe und die Munition dem Vater entwendet hat, aber mir auch nicht. Den Tankstellenüberfall hat ganz alleine der Malte Hillemann durchgezogen. Ich meine, er wusste ja auch, wo die Pistole lag und er hat auch ein Motiv dafür, wo ich nachher noch darauf eingehen werde, denn er ist ja als Zeuge geladen. Aber vielleicht kannst du noch mal dem Gericht darlegen, was es denn da für Mutproben gab, die man da in der Clique erbringen oder ja, ableisten musste. Ja, also es fing eigentlich ganz harmlos an mit einer Flasche Bierechsen oder hier und da mal was klauen. Aber wo ich dann die Pistole von meinem Vater mitgebracht hat, da wurde Malte echt immer krasser und wollte er, dass wir auf Tiere schießen, so wie Hasen und Vögel. Und ja, ich schieße auf keine Hasen und auf keine Vögel. Also Schießen ist einfach nicht mein Ding. Ja, aber Sie haben die Waffe doch schon mal in der Hand gehabt, oder nicht? Als Sie gedrängt worden sind, haben Sie das Ding in die Hand genommen und Sie haben damit auch mal geschossen, Frau Vorsitzende. Das ist doch auf dem Handyvideo ganz gut zu sehen. Vielleicht schauen wir uns das mal an. Timo, jetzt mach mal fertig da. Jetzt drück doch endlich mal ab. Wie lange soll das noch dauern? Wollt doch rein jetzt, Alter. Lass mich doch mal machen. Warum schießen die denn da? Sie haben das, glaube ich, mit Schachspielen verwechselt. Das ist es nicht, aber zumindest... So, die Jungs, die dort auf den Schießübungen zu sehen sind, sind alle zwischenzeitlich vom Jugendgericht zur Sozialstunde verurteilt worden. Ich glaube, das weiß die Kammer bereits. Und auch der Herr Staatsanwalt und mehr wird wohl heute hier auch nicht rauskommen. Ja. Denn der Tankstellenüberfall, der geht nicht auf das Konto vom Timo. Und Timo, vielleicht kannst du dem Gericht noch mal kurz darlegen, warum du einigermaßen weißt, wo ein Abzug an der Pistole ist und wo man ziehen muss und wie man auch eine Munition reinmacht, aber der Profi bist ja nicht. Ja, als ich immer mit meinem Vater im Keller war, wo er seine Waffe gereinigt hat, da habe ich ein bisschen an meinem Fahrrad rumgeschraubt und da habe ich mir das ein bisschen abgeguckt. Aber schießen lernt man davon auch nicht direkt, ne? Ja, verdammt, ich habe auf Dosen geschossen, okay? Aber ich schieße doch auf keinen Menschen. Noch Fragen an den Angeklagten? Nein, danke. Dann möchte ich mit der Geschädigten beginnen. Marion Schäfer, bitte. Und Sie nehmen bitte neben Ihrem Verteidiger und Ihren Eltern Platz. Frau Schäfer, bitte nehmen Sie doch hier vorne Platz. Ja.
Frau Schäfer, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, und wenn es nicht tut, macht man sich strafbar. Ihr Vorname ist Marion, Sie sind 39 Jahre alt und wohnen in Teupitz. Was sind Sie vom Beruf? Ich habe eine Tankstelle mit Kiosk dran. Mit dem Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert? Nein. Der Angeklagte sagt ja weiterhin, dass er es jedenfalls nicht gewesen sei, der Sie am 2. April 2011 mit der Pistole verletzt habe, also überfallen habe auf der Tankstelle und dann auch noch mit der Pistole verletzt habe. Das wundert mich nicht. Timo ist feige. Er war es. Ich habe ihn erkannt. Und Timo, wir sind vor Gericht. Sag die Wahrheit. Bitte. Ich war es nicht. Natürlich. Frau Schäfer, bitte. Es tut uns wirklich schrecklich leid, was passiert ist. Aber Sie hören doch, Timo war es wirklich nicht. Frau Nachreiner, jetzt hören Sie doch bitte mal auf. Ja? Wie oft habe ich versucht, mit Ihnen zu sprechen? Wissen Sie, Frau Vorsitzende, es ist so, Timo ist halt abgerutscht. Und ich habe immer wieder versucht, bei seinen Eltern anzurufen, ihnen das klarzumachen. Ich verstehe auch, dass man sein Kind erstmal in Schutz nimmt. Ich habe selbst zwei Kinder, ganz klar. Aber irgendwann muss man doch auch die Realität sehen. Und es wurde immer schlimmer, seitdem Sie in unsere Gegend gezogen sind. Timo ist mehrfach aufgefallen. Was ich auch nicht verstehe, wenn er vorher so brav war, dann hätte es ihn doch umso eher auffallen müssen. Timo war neu in Teupitz und er hat versucht, Freunde zu finden. Ja gut, und da hat er vielleicht den Fehler gemacht, indem er sich der Meinung war, sich durch meine Pistole interessant machen zu müssen. Aber das heißt doch noch lange nicht, dass er kriminell und skrupellos ist. Wissen Frau Sie, Schäfer, was? Die Überwachungskamera in Ihrer Tankstelle, die hat den Überfall ja aufgenommen. Und den schauen wir uns mal zusammen an. Frau Schäfer, vielleicht könnten Sie uns dabei gleich erklären, was wir da sehen, ja? Ja, natürlich. Wer hat was gegen Timo? Also ich habe Regale aufgefüllt, so wie täglich, kann man sagen. Er kam rein, er stürzte rein sozusagen, er bedrohte mich, er wollte meine Brille, er wollte Zigaretten, Alkohol, er wollte das Geld aus der Kasse. Ich gab ihm ja auch alles, ich versuchte ja schnell zu sein, aber er schoss trotzdem. Also Frau Schäfer, seien Sie mir nicht böse, also ich habe mir das Video mehrfach angeschaut, wir haben es gerade eben nur einmal angeschaut. Wir sehen darauf eine vermummte Person, die in eine Waffe auf Sie richtet, aber ich sehe da keinen Timo Nachreiner. Ich sehe da nicht den Angeklagten. Eine vermummte Person. Wie wollen Sie da meinen Mandanten erkennen? Entschuldigen Sie, bei allem Respekt, es ist ja auch Ihr Mandant, wie Sie sagen. Ja. Ich kenne Timo, er wohnt in meiner Nachbarschaft. Ich weiß, dass er es war. Ich habe ihn erkannt. Und Timo gibt es doch einfach. Genau ist das schon mal richtig. Zweitens ist es richtig, dass die Pistole, die wir da auf dem Video sehen, zweifelsfrei die Pistole ist, die Ihr Mandant Timo entwendet hat bei seinem Vater. Und drittens, von der Statur, von der Größe her, kommt das ja auch ganz genau hin. Das können wir gerne noch ein Gutachten darüber anfertigen. Ja, jawohl. Werden wir wohl machen müssen. Das verschieben wir noch mal. Im Moment, Frau Schäfer, eben die normalen Überwachungskameras haben ja nun überhaupt gar keinen Ton. Aber irgendwo sah es für mich so aus, ich habe es also auch mehrfach mir angeschaut, als ob der Täter Sie sogar anschreit. Ja. Haben Sie die Stimme von Timo erkannt? Naja gut, er hatte eine Maske auf und da klingt natürlich alles anders. Und seine Stimme, die überschlug sich regelrecht. Ja. Und ich war in Panik, ich hatte Angst. Es ist aber klar, dass es Timo gewesen ist. Ja. Und in meiner ganzen Angst, ich habe ja noch nicht mal gemerkt, dass ich angeschossen worden bin. Sie müssen sich vorstellen, dann Blaulicht, Krankenhaus, 2 Wochen Reha. Ja. Jedenfalls hat der Schuss ihr Schulterblatt zertrümmert, nicht? Und das führt auch bis zu einer Bewegungseinschränkung bis heute noch. Aber ich glaube, das ist nicht das Entscheidende. Entscheidend dürfte sein, dass man Angst hat hinterher. Oder? Genau so ist es. Also ich habe nicht mehr das Leben, was ich hatte. Ich kann nicht schlafen nachts. Wenn ich mal kurz einschlafe, bin ich auch schnell wieder wach, Albträume. Ich habe Angst, zur Tankstelle zu gehen. Ich war in der Nähe der Tankstelle, fing an zu zittern. Musste zurück. Ich kann nicht arbeiten. Ja, 30 Jahre war die Tankstelle nie geschlossen. Jetzt ist sie geschlossen. Und wie es weitergehen soll, weiß ich auch nicht. Und wissen Sie, ich war nachts alleine. So oft an der Tankstelle. Ich hatte nie Angst. Und jetzt darf ich noch nicht mal mehr rein und habe Angst. Frau Schäfer, wir machen uns doch auch Vorwürfe. Bitte glauben Sie mir, wie er an die Waffe gekommen ist, können wir uns selber nicht erklären. Und außerdem, unser Sohn schießt nicht auf Menschen. Und das ist jetzt völlig egal, ob das meine Waffe war oder nicht. Das kann jeder andere gewesen sein, aber nicht Timo. Frau Schäfer, Sie haben was anderes gesagt. Timo habe Ihnen nur Probleme gemacht. Oh ja, oh ja. Timo kam regelmäßig zur Tankstelle. Er verlangte, er wollte Alkohol kaufen, Zigaretten kaufen. Nun, wie vorhin gesagt, ich habe 2 Kinder, ich bin dagegen. Ich will nicht, dass Jugendliche sowas konsumieren und wollte ihm nichts verkaufen. Ist auch verständlich.
und verboten. Habe natürlich auch seine Eltern informiert telefonisch, des Öfteren, wenn mein sie ehrlich Mann sind. Hat das ja. aber ein bisschen runtergespielt. Ach, komm, gut, ja, lass sein. Du ja. machst die ganze Sache noch schlimmer und hör endlich Ich hatte auf, das Gefühl, es war den Herrschaften lästig. Die wollten es gar nicht hören. Frau Schäfer, bei der Polizei haben Sie auch ausgesagt, dass der Timo an diesem 2. April eine Stunde vor diesem Überfall schon mal bei Ihnen in der Tankstelle war und dass er sich genau. auf eine ganz bestimmte Art und Weise dort verhalten hat. Beschreiben Sie uns ganz merkwürdig, bitte mal. Also ganz anders, als er sich sonst verhält. Er ist reingekommen, ja. er war nervös, er war sehr nervös. Er guckte sich ganz genau um, guckte in jede Ecke und ich sah das und dachte mir schon, naja, ich dachte, er spinnt total. Dann habe ich ihn angesprochen und dann war es noch merkwürdiger. Er zuckte zusammen, nahm sich eine Tüte Weingummis, bezahlte diese, rannte raus, guckte hinterher und ich hatte ein ungutes Gefühl. Zu Recht, das war doch ganz klassisch, oder? Der ist da eine Stunde vorher reinmarschiert, ja. hat sich die Lokalität genau angeguckt, ja, nicht hat, das Ganze, hat das genau. Ganze mal ausbaldowert, dass er wusste, wo laufe ich rein, wo laufe ich raus, wie haue ich ab. Und dann ist er genau eine Stunde so. Später mit Waffe zurückgekommen und hat das Ding durchgezogen. Ich war da, weil ich ein paar Weingummis wollte, mehr nicht. Also ich weine auch gleich, Timo. Okay, ich war da, weil ich wirklich überlegt habe, die Tankstelle zu überfallen. Ach, weil Malte hat mir echt Druck gemacht. Aber als ich da war, habe ich gedacht, das kann alles nicht sein, das mache ich nicht. Und dann habe ich Malte auch angerufen und habe ihm gesagt, dass ich das nicht durchziehen werde. Und dann hat er es bestimmt gemacht. Ich verstehe aber eines immer noch nicht, Frau Schäfer. Vielleicht können Sie mir auch da weiterhelfen. Dass jemand, der eine Tankstelle überfällt, Geld, Zigaretten, Alkohol. Okay. Aber warum die Brille der Tankstelleninhaberin? Fakt ist, dass er meine Brille genommen hat. Er hat sich immer über meine Brille, über mein Gewicht lustig gemacht. Ich verstehe dich nicht, Timo. Es tut mir auch alles leid, aber... Nein, das muss dir gar nicht leid tun, Frau Schäfer. Es kann nicht sein, Frau Schäfer. Sie haben keinen erkannt. Auf dem Video kann man keinen erkennen. Und Sie lügen hier, wenn Sie weiterhin behaupten, Sie haben jemanden erkannt. Es gibt kein Erkennungsmerkmal. Sie stigmatisieren mit Ihrer Wunschvorstellung, dass Sie glauben, es war Timo. Und unterlassen Sie es, sonst werde ich gegen Sie Strafanzeige erstatten. Sie können vieles, Herr Rechtsanwalt, höre ich, aber es ist Quatsch. Sie waren doch gar nicht dabei. Ich habe keine weiteren Fragen. Ich glaub, das wäre meine Frage jetzt gewesen. Dann möchte ich mit dem Vater des Timo fortsetzen. Herr Nachreiner, bitte. Und Sie nehmen bitte hinten Platz. Ihr Zeugen bleibt unvereidigt. Was soll ich denn jetzt noch dazu sagen? Ich habe Sie als Zeugen geladen. Ganz einfach, weil mit Ihrer Pistole ist geschossen worden. Und ich möchte ganz gerne genaueres dazu wissen, wie ein 16-Jähriger an die Waffe kommt und an 500 Schuss Munition. Guck, Augenblick, Frau Vorsitzende. Sie machen von Ihrem Verweigerungsrecht Gebrauch, machen keine Angaben. Entschuldigung, ist das jetzt Wissen Sie was, Frau Vorsitzende? Wie sieht das jetzt aus? Ich nehme es zur Kenntnis. Weiter. Ich bin es wirklich leid, mich vor jedem und allen rechtfertigen zu müssen. Die Staatsanwaltschaft hat das Ermittlungsverfahren gegen mich, gegen Verstoß gegen das Waffengesetz eingestellt. Ja. Schlimm genug. Schlimm genug. Ich möchte von meinem Recht Gebrauch machen und meine Aussage verweigern. Das können Sie jederzeit. Dann werden wir fortsetzen mit Florian Busch. Florian Busch, bitte, von dem dieses Video aus dem Wald stammt. So, Florian, nehmen Sie bitte Platz. Bei Gericht muss man die Wahrheit sagen, man ist nicht tut, man sich strafbar. 55, man kann immer dann schweigen, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. Florian, Ihr Nachname ist Busch, Sie sind 18 und wohnen in Teupitz. Was sind Sie vom Beruf? Ich gehe zur Berufsschule. Mit dem Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert? Nein. Florian, Sie haben das Video aufgenommen, das den Angeklagten und die anderen auch bei Schießübungen im Wald zeigt. Und von diesen Schießübungen soll es mindestens 3 gegeben haben. Nicht? Warum? Aus Spaß. Ich meine, wir haben uns regelmäßig im Wald getroffen, um ein bisschen was zu trinken, ein bisschen zu quatschen, was man halt zusammen macht in der Clique. Und irgendwann hat der Timo dann die Pistole von seinem Vater mitgebracht. Das war schon eine Sache. Aber ich meine, er hat doch immer darauf aufgepasst, dass wir dass wir keinen Scheiß mit der Pistole machen oder so. Ich meine, ja. Worauf haben Sie denn im Wald geschossen? Worauf haben Sie denn im Wald geschossen? Auf Dosen und Bäume und sowas. Florian, weißt du noch, wo der Malte mich mal gezwungen hat, auf einen Vogel zu schießen? Das musst du dir doch noch wissen. Nee. Florian, was erzählst du hier für einen Quatsch? Da musst du dich noch dran erinnern. Ja, okay, aber ich meine, das war doch nur Spaß. Das ist doch was anderes auf
Tiere, zum Beispiel Vögel und Dosen zu schießen, als auf Menschen. Entschuldigung, heißt das jetzt, Sie haben auf Vögel geschossen, ja? Und das ist für Sie auch nur ein Spaß? Das ist überhaupt nicht zur Sprache gekommen, auch nicht in den Verfahren, die bereits abgeschlossen worden sind gegen Sie. Dann gibt es jetzt neue Verfahren. Ein Tier aus Spaß zu töten, ein Tier, ein Wirbeltier zu töten ohne vernünftigen Grund, ist ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Das ist eine Tierquälerei. Da muss man doch irgendwo ein Gefühl für haben, oder nicht? Herr Busch, ich würde einfach mal gerne eine direkte Frage an Sie stellen und nicht so nebulös in die Tierquälerei. Und zwar mich würde interessieren, ganz direkt, trauen Sie die Tat eher meinem Mandanten oder Herrn Hillemann zu? Was ist das denn jetzt für eine Frage? Das ist ja wohl an Nebulosität überhaupt nicht zu überbieten. Nein. Den Zeugen hier zur Spekulation. Meine Herren, können Sie bitte kommen? Meine Herren, werden Sie konkret. Ich erkläre es gerne dem Herrn Staatsanwalt. Weder der Herr Staatsanwalt noch das Gericht noch ich kennen die Clique. Insbesondere haben wir kein Bild, kein vollständiges Bild von der Clique. Und ich glaube, dass der Herr Busch hier ein Bild, ein Fragment des Bildes mit dazu beitragen kann. Das denke ich auch und vielen Dank für die Bemühungen. Beantworten Sie schlichtweg mal die Frage des Verteidigers, ist jedenfalls zulässig. Also, ich glaube nicht, dass das unbedingt jemand von uns gewesen sein muss. Vielleicht war es ja auch irgendwer Fremdes. Ja. Ich meine, das muss doch nicht irgendwer von uns gewesen sein. Vielleicht ist da irgendwer anderes auf die Idee gekommen. Timo war es, es war Timo. Florian, spinnst du jetzt? Die Mutproben von Malte wurden immer krasser. Das muss dir doch auch aufgefallen. Die ging es am Ende auch auf den Sack. Ja, auch keinen Bock mehr ja, aber so schlimm war es dann auch wieder nicht. Ich meine, man muss auch manchmal Sachen machen, die einem nicht so gefallen. Das gehört auch mal zu einer Mutprobe dazu, oder nicht? Ja, du spinnst doch, Florian. Du warst für Malte immer der letzte Dreck. Das war noch nie dein Was? Freund. Der hat dich immer nur benutzt, um an das Geld und an Bier zu kommen. Das stimmt doch gar nicht. Natürlich. Das stimmt überhaupt nicht. Malte und ich waren so, und zwar immer. Trotzdem hat er sie mehr oder weniger freiwillig, unfreiwillig zu solchen widerlichen Mutproben gezwungen. Anders habe ich das jedenfalls jetzt nicht verstanden. Wie kann man sich dazu zwingen lassen? Ja, ich fand das manchmal auch nicht so toll, aber ich meine, ich wollte auch keinen Ärger. Mit wem hätten Sie Ärger bekommen, wenn Sie sich geweigert hätten? Ja, was heißt Ärger? Ich meine, Malte wäre halt bestimmt auf jeden Fall sauer gewesen, wenn ich bei den Mutproben nicht mitgemacht hätte und ich sag mal, keiner legt sich gerne mit Malte an. Das klingt ja so ein bisschen, als wäre Malte Hillemann Ihr Chef. Wie lange sind Sie denn eigentlich in dieser Clique? Ja, so circa 2 Jahre. Ja, circa. Das heißt, Sie kennen Herrn Hillemann schon länger. Was ist denn das für ein Typ? Ja, der ist eigentlich ziemlich krass drauf. Ich meine, der weiß, wo es lang geht und ja, der weiß es halt, ne? Aber warum wollen Sie das wissen? Also Herr Busch, ich bin eigentlich nicht da, um Ihre Fragen zu beantworten, aber ich will es gerne in dem Fall eine kleine Ausnahme machen, soweit das Gericht das mich lässt natürlich. Ich bin nämlich in der Überzeugung, dass Malte Hillemann den Überfall auf die Tankstelle selbst gemacht hat. Nein, lassen Sie mich aussprechen, nachdem er versucht hat, meinen Mandanten dazu anzustiften und er hat es abgelehnt, er hat es nicht gemacht. Nein, der Malte muss sich doch nicht selber beweisen. Wie sollte der sowas machen? Er hat vielleicht Timo angestiftet, das kann sein, aber Malte war es nicht. Frau Schäfer, warum denn so plötzlich so nachsichtig mit dem Malte Hillemann? 2 Monate vor dem Überfall haben Sie ihn noch angezeigt wegen Vandalismus. Er hat nämlich Ihre Tankstelle mit einem Graffiti-Biss sehen, ja? Und zu einem wunderbaren, dickes Wurzelschwein hat er an die Wand gesprüht. Und dieser Überfall könnte eine absolute Racheaktion sein. Warum? Weil Sie ihn angezeigt haben. Und ganz ehrlich, ich verstehe es einfach nicht, warum Sie sich so auf meinen Mandanten versteifen. Passt Ihnen nicht, ne? Passt Ihnen nicht. Nein, weil das er nicht war. Er war es halt einfach nicht. Wir wissen es nicht, es war Ihr Eindruck. Florian, haben Sie irgendetwas davon mitbekommen, dass Malte Hillemann den Angeklagten dazu versucht hat, anzustiften und zu überreden, die Tankstelle von Frau Schäfer zu überfallen? Nee, also nicht, dass ich wüsste. Bist du jetzt völlig durch den Wind? Du standst direkt daneben, du musst das gehört haben. Ja, kann sein. Ich meine, ich kann mich nicht mehr so genau dran erinnern. Wird schlimm enden, wenn Sie jetzt schon solche Gedächtnisstörungen haben in Ihrem Alter. Ja. Noch Fragen an den Zeugen Busch? Nein.